Hallöchen und schön, dass ihr hier seid beim Minecraft. Gut, wir haben ja hier ein bisschen Problem mit unserer. Ah, interessant, wenn ich den in der Hand halte, ist er immer aktiviert. Gut. Mit unseren. Denken Sie hier. Spawner, weil das Wasser einfach nicht. Gehen wir den nochmal töten da. Steh hier und halt die Schnauze. Halt mal auf. Das mit diesem Bild hier auf dem Boden, das ist einfach nur Kacke, muss ich ehrlich sagen. Fällt mir überhaupt nicht. Interessant, also. Bei den Bells kann er nicht 3x3, aber das Glas macht er kaputt. Dafür Scheiß. Na egal. Wir machen das mal alles weg hier, weil das gefällt mir überhaupt nicht. Und werden stattdessen mal ein Dings machen. Ein Draconic Evolution Mob Grinder. So, die Kiste können wir ja mit Aktivsignalen mit Redstone, ja. Hier haben wir jetzt natürlich einen Glasbruch, ist aber auch nicht so schlimm. Dann werden wir hier mal einen Glasbruch verursachen und den da hinstellen. Der ist falsch. Hier raus, ja. Dann hier hinstellen. So, von der Größe her reicht er auf alle Fälle. Naja, wobei hier die Ecke kriegt er nicht. Also da müsste schon in die Mitte rein. Da haben wir aber eindeutig wieder Skelette. Wir könnten ihn. Mal gucken, wie das aussieht. Nein, Papier, Junge. Ach Gott. Da ist der Powerspawn auch hin. Der andere. Lassen wir mal dran. Können wir mal versuchen, was ist, wenn wir den da oben hinklatschen? Das dann auch noch geht? Eindeutig geht, ja. Dann steckt man ja da oben hin, ist ja auch egal. Power sollte er ja trotzdem kriegen von denen da. Auf alle Fälle. Gut, dann brauchen wir noch ein bisschen Glas. Das weiße. Weiße, gut. Zwei Stück. Besser ist mir nix. Eins fehlt zwar noch, aber egal. So, dann kann man den wieder aktivieren. Oh, er ist aktiv. Mal gucken, was er macht. Der müsste nachher natürlich die Endermänner alle töten. Zack, zack. Frage ist, kriegen wir dadurch Enderburn oder nicht? Das ist jetzt meine Frage. Weil wenn wir keinen Enderburn kriegen, bringt uns das auch nichts. Doch, wir kriegen. Passt. Perfekt. Ist zwar jetzt vielleicht nicht das Beste, so die zu töten. Aber okay. Right click to get a gift. Was macht der? Ah ja, das ist ja das eine. Nee, das passt schon. Lass mal. Dann nehmen wir alle Enderburn raus und mal gucken, wie viel wir dazu gewinnen in Enderburn. Das brauche ich nicht mehr. Survive Ender brauche ich auch nicht mehr. Das nicht mehr sortieren, das Inventar. So. Okay, passt. Dann haben wir ja hier irgendwo den Okta. Oh, da drücken wir jetzt mal rein und klatschen den da rein. Spawnen die schneller. Da gehen wir auch schneller. Schneller Enderball. Jetzt gehen wir mal gucken, wie schaut es mit unserer Energie aus. Erstmal schlafen. Was die Energie dazu sagt. Wie viel Output wir jetzt haben? 17.000. Okay, natürlich schafft das unser Reaktor auch nicht mehr. Das heißt, wir werden hier mal versuchen, ein Dual, ein Double. Wie heißt das? Double, ja, Double, okay. Nicht Dual, sondern Double. Das heißt, das hier funktioniert nicht. Wir brauchen dann standardmäßig 1600, okay. Für Standard spawnen. Ist ja natürlich auch viel, ja? Darf man nicht vergessen. Ist viel Kohle, was hier drauf geht. Kohle halt nicht, aber ihr wisst, was meine, viel. Viel, viel, viel RF. Wenn wir jetzt einen besseren Reaktor hätten, könnten wir uns das leisten. So, was sagt der jetzt an der Double? Gute Name. Heißt, wenn wir ein Double reinstecken, brauchen wir 8000 F. Hat auch schon viel. Das kriegen wir auch nicht zusammen. Aber ich glaube, kurzfristig können wir es laufen lassen. 8000.
4000, weil wir könnten hier nochmal anschließen. Das sind ja 5000, oder? Ja. Und die Kohle noch ein bisschen mitlaufen lassen, da kriegen wir 9000 Input, weil hier alle voll sind. Natürlich aber auch gleich nicht mehr. Ja, jetzt gehen wir runter. Auf 6000, ja. Aktuell läuft auf Hochtour. Bringt schon jede Menge Zyanid raus. Zyanid können wir zu Plutonium machen und Plutonium dann zu Lubrikantblöcke. Mit denen können wir dann die Turbine machen oder kühlen zumindest. Ist ja auch ein gutes Kühlmaterial, glaube ich. Enderberg kriegen wir halt dadurch genug. Jetzt haben wir schon 84 hier und unten haben wir auch schon einige wahrscheinlich. Hier mal gucken. 16, 16. Das Dimlet, ja, mal gucken, das ist halt. Da müssen wir mal mit Lootbags arbeiten. In Dungeon. Das brauchen wir halt dann später mal. Für die Dings zu machen. Da wird Loot natürlich interessant. Da. Hier eigentlich. Also diese Offenwing-Armee, was ich hier gebaut hatte. Gut zu wissen. Okay, der kriegt jetzt auch schon zu wenig Strom, weil der ja nichts mehr kriegt wahrscheinlich. Du solltest das machen und nicht irgendwas verbrauchen, was du nicht brauchst, Junge. Und der Spawner auch hat noch genug was. Von den Leveln her natürlich geht es aufwärts, 110, passt auch perfekt. Warum ist da jetzt Kiste? Ja, das läuft, das läuft. Ja, in der Bank kriegen wir jetzt schon einige dazu. Da kann man jetzt gerade nicht meckern. Oh, die XP habe ich jetzt alle aufgesammelt. Ich habe da jetzt irgendein Vent reingepackt. Ich glaube, den Bilder-Vent. Ja. Mob-Capture-Vent, und mal hier hin, sicher, sicher. Der komische Dings da drüben. Sag der Mensch, warum der da liegt. Bisschen wir direkt, damit ich die XP nicht anziehe. Also ich würde ja noch gerne ins End gehen. Das ist ja so eine Sache. Wir werden jetzt einfach mal das End suchen. Enderperle. Ich glaube, dafür brauche ich Eye of Ender, oder? Ja, normal schon. Und dann Blasting Powder. Ich nehme einfach mal 18 mit. Wird schon passen. Vielleicht sollte man hier mal die Sachen immer rausnehmen, damit da nicht mal alles drin ist. Hier werde ich mal den Double raus tun, damit der langsamer spawnt. Dann kann der hier weiter spawnen, während wir das End suchen gehen. Das kann ich jetzt Klick machen. Wird nix. Okay. Das heißt, ich muss das wirklich draus machen, damit ich auch was sehe. Es wird Mittag, okay, das geht. So, wenn wir jetzt mal hier hochgehen und mal Klick machen. Gucken, das geht in die Richtung. Fällt die ja runter und dann kriege ich sie wieder. Es kann natürlich passieren, dass sie kaputt geht. Ich sollte vielleicht irgendwas mitnehmen, mit dem ich wieder nach Hause komme. Und zwar von Draconic Evolution, diesen komischen Steiner, den der da. Unbound. Was fehlt in der Mitte? Ein Eye of Ender. Kann nicht sein, oder? Doch. Weil dann werde ich einen hier bounden. Nenne den dann wieder Home. Ich glaube, das geht mit einem Level, oder? Ja. Home. Dann kommen wir schon mal zurück von End. Umwenden sich jetzt aber. Und einen dann drüben bounden. Kriegen wir dann nochmal zweimal dieses Battle zusammen ab. Da fehlt eine Steinplatte. Gut, das.
Zweimal am besten. Einmal stellen wir es hier hin. Und einmal nehmen wir es natürlich mit. Kaum. Das wird dann als End. So, wir haben gesagt, in die Richtung hier. Bringen wir mal eine Zeit lang. Allein das ist ja schon. Okay, da in die Richtung. Jawohl, in die Richtung. Man weiß nie, wie weit, deswegen. Allein das ist schon eine relativ große Erkundung. Wohin? Wo ist er jetzt? Da. Dann noch weiter in die Richtung. Machen wir halt, wenn er will. Noch weiter. Komm. 16. Mal gucken, wie weit wir fliegen müssen. Normal ist es ja nicht so weit, wenn man fliegen muss, aber. Oh doch, muss er noch. Gib ihn mir zurück, meine schöne Schnude hier. Hier sieht man überall so Krater, also Caves oder naja, Schluchten, ich habe es ja gesagt. Lass mal die Welt generieren. Interessant. Was machst du? Die ist explodiert. Okay, dann warten wir mal ein bisschen, bis er sich stabilisiert. Gehen wir runter und schmeißen sie nochmal. Gucken mal. Okay, noch weiter in die Richtung. Dann gucken wir halt mal, was dann so kommt. Gehen wir halt noch ein paar Chunks. Warum geht das jetzt so langsam? Oh, geht schneller, wenn man ein bisschen fliegt auch. Ein bisschen warten wieder, weil da kommen wir mit dem Weltgenerieren nicht nach. Land mal hier auf die kleine Insel. Auf die kleine Insel. Setzen wir sie einen Homepunkt. Ja, Homepunkt nicht auf. Das ist noch weiter in die Richtung. Wie weit soll das weg sein? Bitte? Der jetzt schon 800 Meter weg. Ja, dann halt weg weiter. Wenn du das sagst, dann machen wir das so. Finde ich nicht in Ordnung, aber kann ja jetzt auch nichts ändern daran. Ja, erstmal auf diese Insel. Was ist das? Das ist ein komischer Fisch, oder? Der frisst einfach alles. Oh, da war ja extrem viel Schaden, der. Oh, verschwinde, lass mich in Frieden. Ja, den lass ich aber in Ruhe, den Fisch. Der macht mich kaputt, der. Er macht mich einfach kaputt, wenn er möchte. So. Gucken, wohin jetzt rein. Interessant. Okay. Sind wir vom Kurs abgekommen? Nein, normal nicht, oder? Kriegen wir noch ein Stückchen. Wahrscheinlich nicht mehr so weit weg sein. Ein bisschen. Jetzt mal gucken, wir fliegen jetzt Richtung Norden. Okay, irgendwie komisch. Hatten sie ja früher eine ganz andere Richtung angezeigt. Wieder zurück. Okay, das heißt, wir sind eh gleich da. Noch ein Stück zurück. Explodiert. Das heißt, wir werden mal hier versuchen, unser Glück. War das jetzt hier? Okay, hier. Hier geht's runter. Gut, das heißt, wir brauchen mal Stein. Nehmen wir einen hellen. Natürlich hier das Wasser zu bauen. Wenn wir uns runterbuddeln, kein Wasser haben. So. Zack. Buddeln wir uns hier runter. Dann vielleicht sollten wir hier oben mal ein paar Fackeln hinsetzen, damit da nichts bohrend runterfliegt auf uns. Natürlich haben wir jetzt genau Nacht. Das ist scheiße. Gefällt mir natürlich überhaupt nicht. So, duck, duck, duck. Gucken, wo wir rauskommen. Hier runterbuddeln. Ja, schon was. Zack.
Also laut den Dings halt mal hier runter. Schaut aber nicht gut aus. Oder? Na doch, könnte hinkommen. Den Ball nehmen wir mit hier. Die Diamanten lassen wir, die brauchen wir nicht. Ich lese mal auf der Karte, gucke, war ja gerade irgendwo. In so ein Cave-Dings war ja mal. Machen wir mal. Da. Wollen wir es hier ein bisschen rein? Ah, da ist es, siehst du? Doch, wusste doch. Bin schon richtig hier. Okay. Und natürlich noch gucken, wo wir da hin müssen. In die Richtung finden wir was. Ein paar Zombie. Stirb. 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 Oh, noch ein Zombie. Yeah, komm. Kuschel mit mir. Ey, weg da. Lass mich in Frieden. Alter, ich hab gesagt, lass mich in Frieden. Da oben ist eine Bibliothek, da will ich hin. Will in die Bibliothek. Gibt's Bücher umsonst. Und Kissen. Was ist das? Hold Enter this 0. Das kann man nur finden in Loot, genau. Da. Ist ein bisschen kaputt hier alles, oder? Ja, wie seht ihr das? So, ein paar Bücher gratis. Da rein theoretisch wäre ja alles schon, was wir haben. Da hinten ist unser End, das sehe ich schon auf der Karte. Aber da ist das La die Lava runter. Jetzt mal gucken, machen wir mal die hier und haben mal hier ah, den Unbounded vielleicht nicht. Alles Mögliche rein, was ich nicht brauche. So, dann gehen wir noch mal hier zum Enden da. Einfach hier durchgebuddelt, da sollten wir ja rein deutlich genau hinkommen. Verschwinde. Weg da. Oh, Chance Cubes sind hier ein paar. Skelette auch. Würde das. Na komm, ey. Junge, Junge. Ah, End gefunden. Wunderbar. So können wir den Spawner mit diesem Move Band aufheben. Na komm. So, so. Und so. Gut, dann haben wir den mal aufgehoben. Den nehmen wir mit nach Hause. Vielleicht brauchen wir einen. Können ihn ja rein theoretisch auch abändern mit unseren. Wie nennt man das? Ich hab's ja vergessen. Egal. So, und dann buddeln wir uns hier einfach mal gerade nach oben. Wo bist du jetzt hier? So. Oder wir machen anders. Wir sagen hier J. New Waypoint. New. Dann nehmen wir das End und fertig. Das machen wir rot. Perfekt. Ja, in der Folge werden wir noch mal schnell diese Eye of Ender hier reinklatschen und dann mal reingehen und uns den Bordpunkt machen. So, so. Und dass wir den Drachen jetzt besiegen wollen. Erstmal fressen, falls da drin irgendwas sein sollte. Und hupfen mal rein. Nehmen wir Schwert in die Hand, sicherheitshalber. Komm. Dauert halt ein bisschen, bis er die Welt generiert und alles. Gut, wir sind hier im End. Perfekt. Dann werden wir hier gleich mal unser Dings da aufstellen. Das ist natürlich. Da ist er. Gut. Den hier. Dann bauen wir hier einen neuen. Den nennen wir dann natürlich End. Den tun wir hier drauf. Und gehen nach Hause. Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, den Rest machen wir in der nächsten Folge. Da schauen wir uns das End dann an. Bis dahin, viel Spaß, macht's gut, tschüss.